Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 34 von City Skylines. Ja, wir sind drinnen und ich bin ein klein bisschen noch erkältet, deswegen gestaltet sich das hier vielleicht etwas schwieriger heute, weil ich dann vielleicht ab und zu mal husten muss und das ist nicht so tolle. Hier müssen wir Gebäude abmachen, was da abgebrannt ist. Panzer raus, auch gut, ne? Ist auch ein Kettenfahrzeug. Sag schon, Trecker, nein, Trecker auch nicht, Raupe raus und abreißen. Wie sieht denn die Sache hier aus? Müssen wir gerade mal den wieder ausmachen, da reinklicken. 100% voll, das heißt, das müssen wir leeren. Und 44% voll, das heißt, da werden wir das dann umdrehen müssen. Okay, schauen wir weiter. Hier haben wir noch mehr Mülldeponien, wie sehen die aus? 88% voll. Hier ist das gleiche in Grün nochmal. Ja, das müssen wir leider auch so machen. 97. Und hier ist 16% voll. Das heißt, da können wir jetzt benutzen. Das ist doch wunderbar. So, hier vorne war auch noch eine Mülldeponie. Wie sieht es mit der aus? Ist voll. Müssen wir also ausheben und irgendwo hier war da nicht noch eine. Nee, doch da. 40% voll, aber die müssen wir jetzt erst leer machen, weil das sonst nicht klappt hier, ne, oder? Die hat man, ne, oder? Ja. Die müsste eigentlich leer gemacht werden. Ja, da rechts meckert schon wer, ne, dass es nicht klappt. Hier, der Mülleimer da. Müllprobleme. Oh, hier hinten brennt's. Das heißt, feuertechnisch sind wir hier etwas unterentwickelt, oder wie sehe ich das? Obwohl, die Feuerwache ist doch da. Sollte eigentlich jemand hinfahren können. Steht auch schon jemand davor, oder? Ja, hat auch geklappt. Ist wohl nicht abgebrannt. So, unsere Autobahn haben wir gebaut. Der Michael Friedrich hatte geschrieben, dass man das ganz einfach umändern kann. Klicken wir da mal hin. Wie habe ich es gemacht? Ich habe es so gemacht, dass ich hier so ein Stück dran gebaut habe und das war verkehrt. So, und der Michael Friedrich schreibt, Shift-Taste drücken und draufklicken. Ort ist bereits belegt. Und dann doch das hier aus oder so. Nee, geht nicht. Shift-Taste, Steuerungstaste geht auch nicht. Nee, will er nicht machen. Jetzt haben wir natürlich ein paar Mark ausgegeben hier, aber Schicksal, ne? Reißen wir wieder weg und gut ist. War ja nur ein Test, ne? Gut, okay. Dann müssen wir aber hier ein paar Abfahrten bauen. Damit wir das auch hier so bevölkern können, ne? Ich denke mal, so ist schon okay, oder? Na komm schon, besser geht's wohl nicht raus. Gut, und dann na, müssen wir das mal so machen. So klassisch wie in Deutschland so typisch ist, oder? Da gibt es dann die Straße, die dann da später rüber geht. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite auch, oder nee, das würde hier jetzt in Deutschland natürlich so gemacht werden. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, würde so gehen. Gut. Klassische deutsche Abfahrt, oder?
So, da runter. Tacken nach links. Okay, dann so rum. Ja, so rum. Ja, machen wir so. Und da beenden wir das. Einfach aus dem Grunde, weil wir ja dann nachher... Irgendwie so, ne? Nee, da will man mehr so einen Bogen machen wollen erst und dann dran. So. So, da war so ein Huster, Entschuldigung. So, und dann würde hier eine Brücke rüberkommen irgendwie. Ja, müssen wir eine andere Straße machen, die dann eine große Straße ist, machen wir mal, oder? Ich denke mal, ja. Schick hier mit Bäumen. Und hier auch so schick rüber dann. Ich denke mal so. So. Sieht doch gut aus, oder? Nochmal zur Autobahn dann zurück. Ist schon ausgewählt. Geht das? Ne, geht nicht. Oh, das sieht schon dann nach einem super Stau aus hier. Oder? Würde ich mal sagen, ne? Oh, und es hat gut geklappt, wie man sieht. Es ist wieder falsch rum hier. Okay, das heißt, das muss erstmal wieder weg. Und dann muss es natürlich... so rum da dran gebastelt werden, ne? So, passt's wohl. Ja. Blöd ist nur... ah ne, hier ist keine Ampel hingekommen, könnte also klappen. Allerdings hier wird es eine Schwierigkeit geben. Ja, müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen, oder? So, hier wird runtergefahren, das heißt, hier geht's auch dahin. Kriegt man das denn anders hin? Indem wir hier erst eine normale Straße haben, probieren wir doch mal aus, oder? So, das wäre so. Und dann die Autobahnauffahrt nochmal schnappen. So. Und so. Ja, geht sogar. Cool. Das heißt, wir brechen das hier ab. Brechen das nicht ab, sondern reißen das hier ab. Weil das ist ja besser, dann andersrum zu machen. Und zwar mit dieser Straße, nee, dieser Straße. Hier noch ein paar schicke Bäume genommen. Und dann die Autobahnabfahrt. Und da dran. Und von dort. Ne? Ah, das klappt jetzt hier, glaube ich, nicht so, oder? Ist zu dicht dran, wahrscheinlich. Da müssen wir nochmal was basteln. Ja, müssen wir irgendwie abreißen. Und dann nochmal.
Nee, das war jetzt verkehrt. So rum. So rum und dann kriegen wir es auch da hin. Sieht zwar ein bisschen krass aus, aber ich glaube, es geht schon. So, das ist einigermaßen angeschlossen, würde ich sagen. Gut. Jetzt müsste man gucken, wie man von da nach da kommt, aber braucht man das? Ist die nächste Frage. Machen wir erstmal so Industrie dahin, oder was? Ja, was ist denn hier überhaupt so aktuell für Industrie möglich? Bodenschätze, ne? Da ist Wald. Naturrohstoffe. Oh, hier unten ist schick in schwarz, kommen wir aber nicht hin. Und was ist das Blaue? Erz. Hier ist Erzindustrie zu bauen. Aber hier nicht. Das heißt, wir müssten da die Industrie bauen. Hier den Kommerz so irgendwo so ein bisschen in der Mitte und dann auch noch Wohnmöglichkeiten, denke ich mal. Vielleicht hier auch noch Industrie. Ja, müssen wir mal gucken, oder? Gucken wir mal erstmal einen Wasseranschluss vielleicht machen. Den setzen wir mal ganz einfach von dort nach da rüber. So, da haben wir erstmal das erste. Und Strom gleich hinterher. Machen wir von hier rüber. Auch mal bis dahin. So, und dann machen wir hier den ersten Kommerz hin, denke ich mal. Direkt so. Gucken, was die so sagen. Ist alles bedeckt? Ja. So. Sieht doch einigermaßen aus, oder? Ich frage, ob irgendwer kommt, ne? So, die große Straße sollten wir vielleicht noch ein bisschen weiterziehen. Oh, guck, das erste Haus wird schon gebaut. Vielleicht kann man hier noch einen Bahnhof hinmachen oder so. Ich denke, wir machen das nur bis da und da teilt sich die Straße dann auf. Und hier auf dieser Seite machen wir auch mal da irgendwo hin. Ich denke mal erstmal so. Ja, die sind hier wohl ganz glücklich und zufrieden, ne? Kann das sein? Die bauen ja alle. Jetzt brauchen wir ein paar Querstraßen vielleicht noch. Machen wir die hier. Vielleicht so da rein. Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, machen wir eine Straße bis hier so, oder? Machen wir mal kürzer. Und dann vielleicht so. Reicht das? Das reicht. Wollen wir das mal hier anschließen, weiß ich auch noch nicht. Und das gleiche sollten wir vielleicht hier irgendwo machen, oder? Nee, nochmal drauf.
vielleicht so. Und hier machen wir das nochmal. Und hier. So, lassen wir das erstmal. So sieht das doch ganz schick aus, oder? So, die nächste Runde machen wir dann noch weitere kleinere Straßen. Hier müssen wir irgendwie noch übersetzen vielleicht. Ja, sollten wir mal gucken, oder? Obwohl, vielleicht hätten wir hier eine Verbindung nach da machen sollen. Nein, machen wir nicht. Hier Bahnhofsecke nochmal. Und dann schauen wir weiter. Gut, was machen wir mit anderen Probleme? Sind noch genug da, denke ich mal. Irgendwie sind Friedhöfe gerade Mangelware wohl. Sind die da mit drauf? Ich weiß es gar nicht. Nee, das muss noch ein extra Ding geben. Das war nur Bildung. Gehen wir hier unten drüber. Gesundheitswesen. Und das ist ein Friedhof, oder? Wir haben drei Friedhöfe sogar. Und dann gibt es ein Problem. Interessant. Also hier ist einer, da ist einer. Vielleicht sollten wir hier noch irgendwo einen hinmachen. Geht doch, oder? Gut, lassen wir das. Das machen wir weg. Gut, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Nächstes Mal kümmern wir uns ein bisschen mehr um Gebäude wieder. Und würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.